Einfach romantisch. Wie die Fische kommen sie da. Es ist zu früh. 5.35 Uhr in Deutschland oder so? 45? Endlich angekommen. Guten Morgen, wir sind gestern angekommen. Ich bin gerade eben aufgewacht, deswegen ist meine Stimme noch ein bisschen wie sie ist. Aber es ist so schön. Ich bin so froh, wieder hier zu sein und bin gespannt, was wir so erleben. Ich freue mich einfach. Ich freue mich einfach so sehr. Gelato in meiner Hand, Gelato in mir, Gelato an meinen Beinen. Wie die Fische kommen sie da. Guten Morgen. Ich wundere über mein Outfit. Ich versuche gerade so ein bisschen Struktur reinzubringen. Und deswegen kann es sein, dass ich auf der einen oder anderen Sequenz das gleiche anhabe. Ist ja aber auch wurscht. Geht nämlich darum, was wir gemacht haben. Wir waren am ersten Tag, also gestern, waren wir in der Varone. Das ist ein Wasserfall in der Höhle. Und es war so schön. Also wirklich immer wieder so, so schön. Und am zweiten Tag waren wir, wo waren wir denn da? Genau, auf dem Turm oben. Da war ich letztes Jahr das erste Mal. Und jetzt gestern haben wir so ein bisschen Strandtag gemacht und waren Tretboot fahren. Und das war so lustig. Also wirklich, man kann mit so einem Tretboot wirklich viele schöne Sachen anfangen. Und das war so cool. Und heute machen wir so einen Mix aus bisschen shoppen, bisschen bummeln, bisschen treiben lassen. La Dolce Vita und Strand. Weil wir uns wollen noch ein bisschen bräunen. Ja, das ist so die Devise für heute. Ich habe jeden Tag Pizza gegessen, also jeden Tag und Eis und wir haben so ein legendäres Frühstück, also wirklich, das ist so gut. Hat richtig meine Erwartungen übertroffen, weil das ein relativ kleines Hotel ist. Ein bisschen müde bin ich, aber egal. Einfach romantisch.